Fang an, Junge! Yo, Freunde, und herzlich willkommen zum nächsten Video vom gebrochenen Bruder Fabio auf diesem Kanal. Zur nächsten Reaction zu einem unserer Bundesligaspiele. Nicht nur irgendein Spiel, sondern ja, das Derby bei Borussia Mönchengladbach. Ich war vor Ort. Ja, was soll man sagen? Wo fange ich an? Also erstmal, Stimmung war, glaube ich, überragend. Mit dem Sonderzug und auch in den Shuttlebussen dann zum Stadion war die Stimmung schon überragend. Auch im Gästeblock war die Stimmung dann überragend. Und ja, ich muss sagen, ich habe ein Spiel gesehen in der Anfangsphase, meiner Meinung nach, wo die Teams sich relativ neutralisiert haben, bis das 1-0 für Gladbach dann fiel. Ja, hatten wir zwei, drei Hereingaben, ja, wo Gladbach noch gerade so klären konnte. Und Gladbach hatte eine Chance von Thuram, aber die war auch relativ aus spitzem Winkel, also sehr schwer zu verwerten. Ja, und dann war es so, dann hatte Gladbach einen Standard. Marvin Friedrich macht das schon krass, das muss man schon sagen, macht dann das 1-0 per Kopf. Und da habe ich mir eigentlich schon gedacht, boah, ich habe echt ein bisschen Angst, dass wir vielleicht einbrechen, dass vielleicht so der Knackpunkt wird, dass Gladbach jetzt, die sowieso, wie besprochen, schon heiß waren, weil die halt eben drei Derbys hintereinander verloren hatten, plus Heimkulisse kam dann noch mehr auf als vorher. Ja, habe ich gedacht, jetzt wird es schon eng für den FC. Ich wurde aber mal wieder Lügen gestraft, also unsere Mannschaft hat trotzdem weiter versucht. Dann gab es die Szene an Kainz. Der Schiri stand fast eigentlich direkt davor, hat gesagt, es ist kein Elber. Der VAR meldete sich, hat dann gesagt, guck sie an. Er hat sich kurz angeguckt und dann Elber gegeben. Ja, Kainz verwandelt den sehr sicher, wie ich finde. Und dann muss man meiner Meinung nach, und das muss man dem FC in jedem Fall ankreiden, Gladbach nicht ein Konter nach dem anderen spielen lassen. Also die hatten vor dem 2-1 dann schon zwei, drei Umschaltsituationen, wo ich mir so gedacht habe, natürlich spielen wir nach vorne und wie Baumgart immer sagt, so, dann fängt man sich auch mal einen Konter, alles schön und gut. Aber ich weiß nicht, ich fand es halt fatal, dass du da ja, so viele Konter auswärts für die Heimmannschaft dann quasi zulässt. Ja, und dann wurde Gladbach langsam besser, meiner Meinung nach. Und dann gab es halt die Szene mit Kainz. Ich muss ehrlich sagen, komplett lost. Also ich habe in dem Moment gedacht, Digga, was passiert hier? Werde ich aber gleich korrigieren. Ich hatte gar nicht mitbekommen, dass Kainz die gelbe Karte hatte. Und dann kam der VAR und dann gab es Elfer und dann Rot. Und dann habe ich zu meinem Kollegen gesagt, was? Als ob der jetzt glatt Rot bekommt. Ja, dann wurde ich da auch da Lügen gestraft, dass er schon die gelbe Karte hatte. Wie ich immer sage, Freunde, wenn man im Stadion ist, kriegt man, gerade wenn es auf der anderen Seite des Stadions ist, auch einfach nicht mal alles mit. Das war dann in dem Fall so, ja, wenn er ihn da mit dem Ellbogen im Gesicht trifft, dann ist es halt Elfmeter und dann ist es halt eine gelbe Karte. Ich habe es mir das jetzt nicht mehr angeguckt. Ich werde es mir auch nicht mehr angucken, weil ich so schon gebrochen genug bin. Ja, dann gab es Elber und ja, Benze Baini verwandelt den auch sehr sicher. Kann man nichts sagen. Halbzeit. Dann 2-1 für Gladbach und wir hatten eine rote Karte und ohne das jetzt als die Ausrede oder so zu nutzen, aber das bricht nun mal halt eben ins Spiel. Wir haben es in dieser Saison zweimal andersrum gehabt, gegen Schalke und gegen RB, wo die dann jeweils eine rote hatten und wir dann quasi besser aufkamen oder aufkommen konnten. Und dann ging die zweite Hälfte los und dann muss ich sagen, schönes Tor. Das 3-1, den muss man natürlich erstmal so schießen. Trotz allem muss ich sagen, ist es A, miserabel verteidigt und B, auch wenn du ein Mann weniger bist, du weißt doch, wenn du ein Mann weniger bist, so, okay, wir müssen jetzt noch eine ganze Halbzeit spielen, wir werden jetzt sowieso noch mehr laufen müssen als vorher. Und dann kannst du nicht in der zweiten Minute so krass weit wegstehen von den Leuten, meiner Meinung nach, und dir dann direkt das 3-1 fangen. Also die gelb-rote Karte,
der Elfmeter, das 2-1 und dann das direkte 3-1 quasi mit dem Anpfiff der zweiten Hälfte war dann in dem Fall für den FC der Genickbruch. Und dann ist natürlich auch die Frage, und da kann man dann spätestens zu dem Zeitpunkt und auch der Mannschaft eigentlich trotzdem, auch wenn das jetzt hart und blöd vielleicht klingt, aber trotzdem keinen Vorwurf machen, weil was wollt ihr machen? Ihr seid 3-1 zurück, ihr seid ein Mann weniger auswärts, wo eine Kulisse absolut brennt nach 3 Derby-Niederlagen, heißt es auf Win, was willst du machen? Willst du noch mehr nach vorne spielen, dann wirst du noch krasser ausgekontert, was ja trotzdem so schon oft der Fall war, dass wir ausgekontert wurden. Deshalb, du bist einfach auf Messers Schneide, so, was willst du machen, so. Dann kassierst du halt noch das 4-1, nach dem 4-1 hättest du auch direkt schon das 5-1 sogar noch kassieren können. Ja, dann stochert Hüseyin Basic den rein auf 4-2, da habe ich in dem Moment mir nur gedacht, gut, das Derby ist eh verloren, wenn wir jetzt keinen mehr kriegen, gut, dann hast du 4-2 verloren, dann ist das so. Ja, leider gab es dann noch einen Schlusspunkt, leider haben wir dann noch ein Tor kassiert, dann uns 5-2 schlucken müssen, inklusive respektlosen Torjubel von Thuram vor unserer Kurve, aber das kennen wir ja von dem nicht anders, mit seiner Fahne und etc., alles damals. Aber gut, das gehört dann vielleicht dazu, wenn man auch den Frust von 3 Niederlagen in Folge hat. Und ja, wissen wir nicht, wie wir da reagieren würden, wenn wir gegen den Rivalen 3-mal verloren hätten und dann gewinnen würden, würden wir wahrscheinlich genauso ausrasten. Deshalb, ja, ob es jetzt respektlos ist oder nicht, hat er gemacht. Ist halt so, ändert in jedem Fall nichts an dem Spiel. Also ich glaube, dass wir, bevor wir die gelb-rote Karte hatten, eigentlich gut im Spiel waren. Ich glaube, dass wir heute in der Lage gewesen wären, etwas zu holen. Ja, aber irgendwie erinnert mich das Spiel echt, auch wenn es damals keine rote Karte für Gladbach gab, aber so ein bisschen an das 4-1 von uns zu Hause gegen Gladbach. Weil es war ein Spiel, was dann am Ende heraus auch dann durch die Tore und die Aktionen dann schon Richtung Gladbach kippte, aber dann, dennoch war es eigentlich ein Spiel, wo man gerade am Anfang gemerkt hat, so, dass eigentlich bei uns auch was geht. Und so war es eigentlich damals bei dem 4-1 auch. Ich denke da erste Halbzeit an die Aluminiumschüsse, die Gladbach hatte und so. Und am Ende gewinnen wir das Spiel 4-1. Da hat man damals auch gesagt, das ist zu hoch. Und genauso ist es für mich eigentlich heute auch der Fall. Wir haben einen verdienten Sieger, das muss man, so sehr man Gladbach jetzt nicht mag oder hasst, wie auch immer, einfach sagen, das ist auch so. Ja, trotz allem fand ich 5-2 schon echt ein bisschen hart. Ja, und das tut echt weh, weil gerade im Rückblick jetzt auf das Belgrad-Hinspiel letzten Donnerstag wir extra die Leute geschont haben und dann trotzdem heute, ja, mit der Main-Formation so krass einen auf den Sack kriegen. Und dann kommt natürlich noch an top die Verletzung von Ljubicic. Was der jetzt 100% genau hat, habe ich jetzt noch nirgendwo gelesen. Ich habe jetzt eben nur gelesen, dass es das Hinrunden aus ist, was auch sehr bitter für uns ist, weil Dejo, glaube ich, in den letzten Wochen wahrscheinlich mit der wichtigste Spieler beim FC war oder zumindest einer der wichtigsten, für mich persönlich aber vielleicht sogar mit der wichtigste, weil er einfach immer überall am Platz ist und gefühlt Bindeglied zwischen Offensive und Defensive ist. Ja, der bricht uns jetzt weg. Das heißt, wir werden dann in den nächsten Wochen voraussichtlich Martell und Hüseyin Basic öfters sehen. An Ljubicic auf jeden Fall gute Besserung, sehr, sehr bitter für uns. Ja, jetzt spielen wir am Sonntag gegen angeschlagene Augsburger und sind selber angeschlagen, weil wir Ljubicic verletzt haben und Kainz gesperrt haben. Das sind ja schon mal wieder tolle Aussichten. Ich bin gespannt, wie wir es jetzt gegen Belgrad dann im Rückspiel machen. Ja, das wird jetzt 1-2 Tage wehtun, Freunde, aber dann geht das Leben auch weiter. Ihr müsst immer bedenken, Gladbach hat jetzt 3 Derby-Niederlagen in Folge gegen uns. Wir hatten in der Vergangenheit keine Ahnung, wie viele Niederlagen in Folge gegen die und auch Klatschen hintereinander gegen die. Ja, und das Leben geht weiter. Denkt dran, zweite Hälfte. Ich muss sagen, Gästeblock, überragende Stimmung. Trotzdem, auch wo es 4-1 stand, auch wo das Spiel vorbei war, die Mannschaft applaudiert. Und das war echt richtig, richtig top, was stimmungsmäßig angeht. Ja, und ich muss sagen, ich bin jemand, ich sehe das Ganze immer noch ein bisschen nüchterner als die meisten anderen. Denn ich weiß, wo wir herkommen. Wir haben letzte Saison eine super Saison gespielt, aber wir sind noch lange nicht so weit, dass wir das konstant
auf Dauer immer wieder abrufen können. Und wir sind immer noch Neunter, wir stehen immer noch solide da, wir müssen uns jetzt schütteln. Wir haben jetzt ein richtungsweisendes Spiel in der Conference League und dann ein sehr wichtiges Spiel gegen Augsburg. Wenn du gegen Augsburg verlierst, dann musst du schon wieder eher nach unten gucken. Deshalb hoffe ich, dass wir das Spiel da gewinnen können. Und ja, hoffe, dass ihr den Frust relativ schnell, so wie ich, abschüttelt. Würde mich dann wie immer über eure Meinungen in den Kommentaren freuen, über jeden Daumen nach oben, über jedes Abo, falls ihr neu seid. Ja, und dann werde ich mich jetzt noch ein bisschen in die Badewanne legen, den Abend ausklingen lassen und dann direkt pennen gehen. Und morgen ist dann schon wieder ein neuer Tag, Freunde. Ich freue mich auf eure Kommentare und hoffentlich auf die Likes, auf ein Abo, falls ihr neu seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, was auch immer ich mache, wieder. Euer Fabio ist raus, haut da rein und ciao.